Ja, der hat einen Hack an, der hat doch einen Hack an, das... Ja, scheiß, fick dich, du Hacker! Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival Games auf dem Mineplex-Server. Heute spielen wir alleine und es geht auch schon los. Oh, ich habe eben gefehlt. Und jetzt wieder, meine Maus hängt... Oh, ich hatte einen Lag, habt ihr das gesehen? Ich hatte einen Lag. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe gemerkt, also das ist wieder diese neue, was ist neu, inzwischen ist es ja nicht neu, für mich ist es vielleicht noch neu. Es ist diese neue Map. Oh mein Gott, ich habe eben so viel Essen verloren und es geht auch schon wieder los. Ich versuche hier einfach ein bisschen durch die Gegend, ich sollte weniger hüpfen, aber ich mache es einfach. Weil ich habe ganz viel Nahrung gefunden, aber ich habe die Eisenhose am Anfang nicht bekommen. Ich dachte, ich hätte die bekommen, oh mein Gott, ich dachte, ich hätte die bekommen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die DayZ Stream, oh Gott, es hüpft ja gar keiner mehr, die haben das ja komplett abgeändert. Jetzt darf man gar nicht mehr laufen. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Oder ist eine Kiste drin, bitte eine Waffe. Ich habe immer noch, oh doch, nee, das ist keine Waffe, das ist was zu essen. Ich dachte schon, ich habe endlich eine Waffe gefunden. Hier ist nichts, da stirbt schon der erste ganz in der Nähe von uns. Ihr wisst ja, Mineplex-Server ist so dieser Teamplay-Server, wo die Leute alle in Teams rumlaufen. Und ach, ich muss hier erstmal weg. Ich gehe da hinten in die Höhle. Vielleicht verfolgt mich in der Zeit kein... Ich habe eine Waffe schon mal gefunden. Ich brauche nichts zu essen, Ich bleibe erstmal hier. Solange ich eine Waffe habe, kann ich draußen bleiben. Da muss ich mich nicht verstecken. Auch wenn es nur eine Holzachse ist. Oh, da kommen drei Leute. Wie gesagt, ist ein... Oh Gott, der erste hat schon mega equipped. Ich zieh. Okay, okay, ich schnapp mir den mit der Goldachs. Jawohl, den haben wir uns geholt. Auch wenn es nur eine Goldachs war. Wir haben zumindest Gear. Wenn auch kein besonderes. Der will wahrscheinlich. Oh, der will. Hä, was wollte der denn machen? Wollte der Team? Da ist unsere Holzwaffe kaputt gegangen. Aber wir haben noch die Goldwaffe. Jawohl, wir haben jetzt... Zumindest haben wir Full Equip, auch wenn es schlecht ist. Wir haben Voll Equip und wir können verzaubern. Wir haben zwei Level. Ich möchte aber noch nicht verzaubern. Das wäre mir ein bisschen zu früh. Ich versuche, den da hinten zu holen. Oh ja, da geht er rein, Das ist sein Tod, Der, wahrscheinlich dachte der, ich habe keine Waffe. Das ist jetzt sein Tod. Oh, der hat ein Holzschwert. Der hatte ein Holzschwert. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Und jetzt wird es spannend. Wir haben schon ein bisschen an Gier. Wenn ich sterben würde, wäre es schon traurig, ja. Es wäre schon traurig. Und die haben schon Steinschwerter. Oh mein Gott, ich lese im Chat, die haben Steinschwerter. Mama, helfe mir doch. Ich könnte verzaubern. Lohnt es sich zu verzaubern? Das ist die Frage. Lohnt es sich? Da war der eben looten. Da sind zwei Kisten, ja. Gut, dass ich da nichts bekomme, das ist mir schon klar. Ich will noch nicht verzaubern. Obwohl, ein Level kann man verzaubern. Ich darf auch nicht rennen, aber solange ich kein Steinschwert habe, laufe ich. Ich habe Zombie-Brains. Ich werde die gleich einfach essen, damit ich überhaupt laufen kann. Wir verzaubern einfach jetzt. Für ein Mana, wir haben... Okay, wir haben mehr Attack-Damage. Da ist schon mal etwas. Ich weiß gar nicht, wie hatte ich das? Wo hatte ich das genau? Ich habe schon wirklich mega lang nicht mehr gespielt. 130 Meter weg, wir sind safe. Wir müssen also noch nicht laufen. Aber es leben auch nicht mehr viele. Oh mein Gott, 7 Leute nur noch. Ab 4 ist Deathmatch. Und mit einem Holzschwert Finale gewinnen, das hatte ich bisher selten. Vor allem, wenn man wieder in Teams rumläuft. Ich weiß ja nicht, wie die anderen rumlaufen. Ich muss zur Supply Location. Ich muss zur Supply Location. Ich habe aber zu wenig zu essen. Ich werde so machen. Jawohl. Ich werde es so machen. Wir gehen zum Supply. Oh Gott, da ist einer. Ich muss gegen den kämpfen. Oh Gott. Nein. Oh, ja, der hat einen Hack an. Ja, scheiß. Fick dich, du Hacker. Fick dich, Junge. Ekelhaft sowas. Diese Drecksack, habt ihr das gesehen? Dass der hittet, ohne dass ihr hitten könnt. Aus einer Reichweite, die geht nicht. Das ist ein verdammter Hack und das ist ein Bastard. Ich weiß nicht, wer uns gekillt hat. Wir gucken uns das mal eben an. Mucke war es bei Super Robert. Wunschwort. Da kannst du mir nichts erzählen. Ich such den jetzt.
Konnte man nicht zu den Spielern teleportieren. Jo Leute, was geht? Zweite Runde bricht an. Gerade eben wegen einem Hacker verloren, wegen einem scheiß Hacker, aber scheiß drauf, wir vergessen das Ganze, denn Hacker gibt es in jedem Spiel. Ob in DayZ, ob in Minecraft, ob... Oh, ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Egal was, wir haben das Eisenschwert. Komm. Du kannst da weiter. Allzu ewig kannst auch nicht looten. Ich weiß gar nicht, wieso du versuchst. Habe ich ein Team zerstört oder wieso greift der an? Ich glaube, ich habe ein Team zerstört. Sonst hätte der das nicht gemacht, was der gemacht hätte. Sonst hätte der nicht gemacht, was er gemacht hat. Nein, ich glaube, sonst hätte er mich nicht angegriffen. Naja. Auf jeden Fall, Hacker gibt es in jedem Spiel. Da kann man sagen, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. In CS 1.6 gibt es Hacker, in Call of Duty, in jedem Teil, in Battlefield, in DayZ, überall, in jedem Spiel. Selbst bestimmt bei Sims gibt es Hacker, die sich da irgendwas ercheaten. Und was soll man dazu sagen? Gehört einfach zu den Spielen. Oh, da ist einer, da ist einer. Der sieht uns noch nicht, der sieht uns noch nicht. Der hat aber keine Rüstung. Weiß nicht, ob das schlau ist, den zu töten. Vielleicht hat er aber was zu essen. Der hat was zu essen. Das war also doch gut, den zu töten. Das war gut. Das war gut. Wir machen so. Wir tarnen uns immer noch ohne Waffe. Vielleicht kommt jemand und greift uns an. Das wäre super. Und was soll man sagen? Hacker gibt es in jedem Spiel. Wie viele Hacker ich schon allein in DayZ gesehen habe, ja? Und man muss mal sagen, dass das Hacker-Game schlechthin, oder womit die Hacks, allgemein, wo Hacks überhaupt so populär geworden sind, das ist ja immer noch, was soll man hier? Okay, hier ist nix. Das ist immer noch Counter-Strike 1.6. Mit CS 1.6 sind wirklich die ersten Hacker geboren worden. Also, es gab natürlich vorher Cheats und so. Jeder weiß es, Age of Empires. Habe ich damals auch gemacht. Age of Empires, Pepperoni, Pizza, Marco Polo. Wer kennt's nicht? Geiles Spiel. Aber Singleplayer und Multiplayer-Hacks oder Cheats zu benutzen, ist ja immer wohl was ganz anderes. Und, oh, ein Eisen haben wir. Sehr schön. Ein Eisen. Fehlt nur noch eins. Haben wir nicht, aber wir haben einen Kopf. Sehr schön. Wir haben also inzwischen... Nee, wir haben doch nicht so gutes Gear. Ich dachte, wir hätten besseres Gear. Wir haben noch keine Brust, gar nichts. Eine Eisenaxt. Jetzt können wir mal gucken. 5 Damage, 5 Damage. Macht gleich viel Schaden. Das nehmen wir mit, um Essen zu machen. Die Teile stellen wir einfach auf. Das nehmen wir mit. Dafür lassen wir das da. Die anderen Sachen können wir nicht gebrauchen. Naja. Aber, Leute. Age of Empires Zeiten habe ich auch gecheatet. Nehmt's mir nicht übel, ich hab's gecheatet, aber ich glaube, da hat jeder gecheatet. Also ich kenne keinen, der da, glaube ich, nicht gecheatet hat. Marco Polo und die ganzen Sachen war ein Muss. Also natürlich nicht bei jedem Spiel, aber irgendwann hat man so entdeckt und dann gehörte das. Pepperoni-Pizza war nicht bei jedem Game. Das war ich noch. Die alten Cheats, wie waren die nochmal? Pepperoni-Pizza war für Nahrung. Da ist so plus 1000 Nahrung gegeben. Lumberjack war Holz. Oh, was war denn? Was war denn? Gold und Stein. Ich glaube, Quarry irgendwas war Stein. Aber was war Gold? Robin Hood? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es. Mega lange her. Mega lange her, Mädels. Das weiß ich nicht mehr. Ach, guck mal. Hier war keiner looten. Alles für mich. Habe ich schon sowas? Ja, habe ich schon. Dann kann ich die auch wegschmeißen. Brauche ich die nicht zu sammeln? Ich versuche mal mit E zu öffnen. Aus welchem Spiel ist das denn, dass ich mit E öffne? Ach, nee, ist das doch das Garry's Mod. Weil ich zurzeit sehr viel Garry's Mod spiele. Daher. Aber was man zu Minecraft sagen, ich hätte nie gedacht, dass man bei Minecraft cheaten würde, ja? Bei Spielen wie zum Beispiel. Hey, wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Dann, oh Gott. Ach, der hat ein Eisen. Nee, der hat ein, doch, der hat ein Eisen. Nein. Schießt seinen eigenen Hund an. Idiot. Der hat seinen eigenen Hund angeschossen. Kann der doch sein Tierchen nicht antun. Schmeiß mal alles weg. Schmeiß mal weg. Brauchen wir alles nicht. Oh, eine Eisenbrustplatte. Brauchen wir. Jetzt muss ich gucken. Ich bin eben gestorben. Ich habe eben natürlich noch ein Spielchen gemacht. Da bin ich aber gestorben. Das sah echt gut aus. Das sah echt gut aus. Da bin ich aber gestorben, weil einer währenddessen, während ich gelootet habe, hat er mich getötet. Ich habe da 3-4 Leute zerfetzt und dann zack, tötet er mich, während ich loote. Wir haben ganz gutes Gear, kann man sagen.
Wir haben echt verdammt gutes Gear. Wo auch immer der Typ herkam, wollte mich beim Looten stören. Macht man nicht, Leute. Wisst ihr Bescheid? Mich niemals beim Looten stören, sonst geht es euch genauso. 100 Meter. Möchte da einer aggressiv werden? Wir dürfen nicht sprinten. Wir haben zwar jetzt viel Essen. Wir haben viel Essen. Aber wir dürfen nicht sprinten. Hey, guck dich mal den Kompass an, weil der immer so viel Pixel. Irritiert mich gerade. Auf jeden Fall, die haben am Server geändert, dass man so viel sprinten kann. Wieso? Kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe natürlich da keine Insider-Infos oder so. Das wäre Quatsch. Aber ich kann es mir vorstellen, damit man nicht so sehr mit Teams spielt. Weil wenn man mit einem großen Team spielt und für zwei, drei Mann Essen suchen muss, dann wird das nichts. Das Essen reicht wirklich nur für ein, vielleicht zwei Personen. Und auf dem Server hier, das ist der Mineplex-Server, wer darauf schon mal gespielt hat, der weiß, dass der extrem dafür bekannt ist, dass hier Teamspieler sind. Also die bilden hier jedes Mal 100 Teams. Hey. Ah, da drin ist einer. Da drin ist einer. Den werden wir uns mal holen. Wie wir uns... Ja, und wie wir uns den holen werden. Der ist oben. Oh, der hat sogar verzauberte Sachen. Aber wir haben uns den geholt. Nice, der hat ein verzaubertes Stein. Oh, der hat Schuhe, habe ich aber auch schon. Jawohl, sogar ein Stone-Schwert. Oh mein Gott, ich kann mir sogar Eisen schon... Ach, das ist dumm, was ich gerade mache. Das ist dumm. Nächster Gegner an 300 Meter entfernt. Das bedeutet, ich kann so machen, ich kann so machen. Ich kann, das brauche ich dann nicht. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ich kann eigentlich alles wegschmeißen, ne? Das kann weg, das. Die Sticks brauche ich noch, weil ich glaube, damit baue ich mir gleich ein Eisenschwert. Eventuell verzauber ich das. Er hat einen Verzauberungstisch gefunden. Also ich denke, dass hier irgendwo einer ist. Irgendwo. Hey, wieso verliere ich so schnell? Mann, man verliert viel zu schnell. Man verliert viel zu schnell. Oh, da ist ein Verzauberungstisch. Sehr schön. Hier hat er alles gelootet. Das bedeutet, wir machen jetzt mal so. Zack, Power 1. Sehr schön. Wir verlieren extrem schnell an Gesundheit. Ich brauche ein Crafting Table. Dann kann ich ein Eisenschwert verzaubern. Nein! Egal, wir haben noch geschafft, Power 1 zu verzaubern. Oh Gott, und... Oh mein Gott, wir sind vergiftet. Wir sind vergiftet. Aber dafür im Finale. Ich hoffe, wir gewinnen das Finale. Ich nehme die Runde, egal ob wir gewinnen oder nicht. Hä? Oh mein Gott. Ja, was willst du denn? Jumayo, was willst du denn? Oh Gott, wie viel sind das? Ist das ein Dreier-Team? Das ist, glaube ich, ein Dreier-Team. Wir haben den aber vernichtet. Wir haben den vernichtet. Wir haben den vernichtet. Okay. Er geht voll offensiv. Dann gehen wir auch voll offensiv. Dann müssen wir wieder gegen die drei Leute kämpfen. Müssen wir wieder gegen drei Leute kämpfen. Jawohl, jawohl, den Hammer, den Hammer. Jawohl! Samunda! Wir haben gewonnen. Junge, Junge. War das ein Team? Haben die mir extra einzelne Chance gegeben? Oder wollten die einfach nur mich holen, weil ich ein verzaubertes Schwert habe? Und dann dachten die so, oh, der ist verwundet. Dann finish ich den. Und haben dann alle drei gefühlt. Man weiß es nicht. War auf jeden Fall ein geiles Game. Hier nebenbei. Der hat meinen Pulli, der will ihn nachmachen. Meiner sieht aber etwas anders aus. Selbst gemacht, der Skin. Ich habe den sogar in weiblich gemacht. Coole Sache. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Und... Yo, Leute, ich hoffe, diese Minecraft-Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da oder kommentiert dieses Video. Hier oben habt ihr jetzt die letzte DayZ-Folge und hier unten den letzten Minecraft-Survival-Games-Part. Haut raus!